Markus Vogel von der SPÖ ist der nächste Redner. Ich denke mir auch, wir hätten den Antrag, so wie im Ausschuss vorgelegen ist, mit unterstützen können. Es ist jetzt ein gemeinsamer Ausschussantrag geworden. Ich glaube, wichtig ist, was wir erreichen mit dem, nämlich, und das ist vollkommen richtig angeführt, das Thema, es passt Palmöl nicht mit dem Armutsgütesiegel zusammen. Und hier ist die Aufforderung ergangen und es wird auch, weiß ich weiß, umgesetzt. Das heißt, von daher haben wir auch so schnell reagieren können, weil es in Wirklichkeit bereits in Umsetzung war. Und was die Diskussion jetzt betrifft, sozusagen, der Test der Extrawurst. Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch immer sozusagen, wie definieren wir Qualität? Das heißt, wir können die Qualität in der Produktion, in der Herstellung der Rohstoffe überprüfen. Was am Ende dabei herauskommt, merken wir, kann dann trotzdem keine Qualität sein. Das heißt, auch wenn die einzelnen Verarbeitungsschritte sind. Aber vielleicht eine grundsätzliche Diskussion zum ganzen Thema Lebensmittel. Ich finde es sehr positiv, dass die Diskussion hier sehr unaufgeregt läuft. Ja, es ist wichtig, dass wir kritisch draufschauen, was ist in diesen Gütesiegeln drinnen, wie können wir diese Gütesiegeln verbessern. Aber es geht auch darum, die Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu verunsichern. Wir haben eine sehr hervorragende Prüfung in diesen Bereichen. Wir haben auch, was diese Gütesiegel betrifft, eine sehr klare Definition, was drinnen sein darf. Und ja, wir müssen mit manchen wahrscheinlich auch Erfahrungen sammeln. Und das Thema Palmöl ist natürlich auch so ein Reizthema. Und da sind viele Äußerungen gekommen, die inhaltlich gar nicht falsch sind. Aber wir müssen uns halt auch eine gesamtökologische Betrachtung ansehen. Wir wissen alle gemeinsam, Palmöl ist, wenn man den Flächenbedarf ansieht, eine der ertragsstärksten Pflanzen, die es gibt. Und jetzt können wir sagen, wir wollen kein Palmöl, dann müssen wir sagen, mit was substituieren wir Palmöl? Das heißt, das Thema ist, glaube ich, viel umfassender zu diskutieren. Nämlich, wie schaffen wir es, Ölverbrauch zu reduzieren? Denn wenn wir es nicht schaffen, den Ölverbrauch zu reduzieren, dann können wir nur sozusagen damit reagieren, dass wir Raps oder andere Pflanzen anbauen, die einen deutlich höheren Flächenbedarf haben. Und dann müssen wir uns fragen, welche Flächen haben wir dann? Und es wird wieder dazu führen, dass Flächen, die heute nicht für die Landwirtschaft genutzt werden, dann plötzlich urbar gemacht werden. Dann wird wieder Regenwald gerodet, um andere Pflanzen anzusetzen. Das heißt, wir müssen hier schon diskutieren, wie kann eine Gesamtlösung anschauen. Und natürlich fragt man sich, wenn man eine Gesamtlösung anschaut, macht es Sinn, dass ich pflanzliche Rohstoffe hernehme, um Treibstoffe zu erzeugen? Das ist eine Diskussion und ich weiß, dass die sehr emotional ist zum Teil, der man sich wahrscheinlich dann auch in diesen Bereich stellen muss. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, die Diskussion zu führen, wo wollen und glauben wir, dass Palmöl richtig eingesetzt werden kann, was sind auch die Risiken. Und es laufen sehr viele Studien derzeit, die auch versuchen, die gesundheitlichen Risiken von Palmöl aufzuzeigen. Aber ich glaube, wichtig wäre mal zu schauen, was macht denn ans Fett, wie viel Fett brauchen wir überhaupt und wie erzeugen wir diese Fette, die wir haben. Und ein letztes Wort zum Leo. Weißt du, Leo, das Thema Gütesiegel ist etwas, was in Entwicklung ist. Und wir haben mit der geschützten Ursprungsbezeichnung hier eine Marke geschaffen, die, glaube ich, unumstritten und auch sozusagen keiner in der, wo es auch keine Kritik gibt. Und wir haben mit der geschützten geografischen Angabe ein Instrument gefunden, um hier Produkte regional einzugrenzen. Und ich gebe dir recht, es gibt in Österreich einige, die den Konsumenten durchaus verwirren können. Aber statt dass wir die gesamten Gütesiegel, die mit GGA gekennzeichnet sind, in Verruf bringen, sollten wir uns vielleicht darauf konzentrieren, hier im Hintergrund darauf einzuwirken, dass dort, wo wir glauben, dass die Grenzen zu weit gesteckt sind, die enger gesteckt werden. Wir haben den Gailtaler Speck. Das Gailtal hat einfach das Problem, dass die Ferkelzucht nicht dem Gailtal erfolgen kann. Das heißt, die kaufen Ferkel zu. Alles andere, vom Futtermittel bis zur Mast, bis zur Schlachtung und Verarbeitung, passiert im Gailtal. Und die werden durch das, was du da betreibst, genauso im Misskredit gebracht wie andere, die vielleicht verdienterweise in der Kritik stehen. Und das sollte man sich auch überlegen, wenn man hier einfach Pauschalkritik herausständig übt. Ja, es gibt Verbesserungen, die notwendig sind. Aber wie gesagt, haben wir doch nicht alle in einen Topf rein. Schauen wir, dass diejenigen, die hier wirklich seriös arbeiten, die Chance bekommen, hier mit diesen Gütesiegeln sozusagen auch Marktchancen zu erwerben. Und schauen wir, dass die, wo wir glauben, dass die Grenzen deutlich zu weit gesetzt sind, sozusagen ihre Verpflichtungen ernst nehmen und vielleicht auch einen Neuantrag stellen, vielleicht auch ihre Grenzen dann enger definieren. Markus Vogel von der SPÖ betont, Palmöl passe nicht mit dem Armer Gütesiegel zusammen.